siehst du genau hin, was hier eigentlich passiert? Siehst du den roten Faden, wohin das führt, wenn die Menschen jetzt nur zuschauen, nur Beobachter sind und sagen, mich betrifft es eh nicht? Oder du bist bereits betroffen und hast hier eine gewisse Unsicherheit, Ambivalenz, weil die Bedrohlichkeit durch Jobverlust und die Systemzwänge durchaus beachtlich sind. Und irgendwann denkst du dir, muss ich wohl dadurch, ne? Wie alle anderen auch. Also spätestens da würde ich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Es geht nun darum, hinzuschauen, dir die Ruhe zu geben, dich in den Kontakt zu bringen mit deiner Intuition, deiner inneren Führung, deiner Weisheit und dich zu fragen, die ganz einfachen Fragen. Es geht nicht um die komplexen Angelegenheiten. Warum werden die ausgegrenzt, die sich nicht schützen? Und vor allem auch die, die es gemacht haben, werden gezwungen, sich quasi einsperren zu lassen. Und wohin bitte führt das? In ein Dauerabo? Also, und wer übernimmt die Haftung für Nebenwirkungen? Die Hersteller? Naja, der Staat? Mhm. Die Ärzte? Nein. Die machen das, was die Kammer ihnen sagt, was das System ihnen vorschreibt. Haben wir einen Eindruck dessen, was die Nebenwirkungen bereits verursacht haben? Nein, sehen wir nicht. Wo noch? Alternativen Medien, das sind wenige, die das sich anschauen, die dort hier ihre Kreise ziehen, ihre Informationssuche. Und ich würde auch empfehlen, dort ein bisschen tiefer zu schauen. Telegram, gibt es einen Kanal, gibt es viele Kanäle. Lichtvolle Rebellen, dezent. Kannst du schauen. Aber losgelöst von dem, ne, stell dir diese einfachen Fragen. Diese ganz einfachen Fragen. Wohin führt das? Und weißt du, was hier drinnen ist in diesen Mitteln? Auch nicht. Ja. Also, verändert etwas unser tiefstes Sein, unser tiefstes Erbgut. Also, was bitte hier passiert mit uns? Was bitte passiert? Und was ist die Konsequenz, wenn wir hier nicht zeitnah wirklich hinschauen und uns in einem größeren Ausmaß bewegen? Und im Endeffekt, wenn das System uns zwingt, etwas zu machen, was gegen diese innere Überzeugung ist, was wäre die Konsequenz? Das Mitmachen und wissend, wo das hinführt? Wissend, dass es viele, viele Tausende bereits gibt, die gestorben sind? Also, das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du die Wahlfreiheit hast, dich zu entscheiden. Und dass du dich entscheidest fürs Leben. Dass du dich entscheidest, mit einem klaren Verstand und Geist für das Leben, für die Menschlichkeit. Und so nebenher gibt es auch das Thema Recht, die Menschenrechte. Und was wird hier bitte mit den Menschenrechten gemacht? So nebenbei wird man versuchen, gerade eben, wie ich mitbekomme, den Nürnberger Kodex abzuschaffen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das sind Gesetze, auf Basis derer jene verurteilt werden, die sich in kriegerischen Kontexten gegen all die Menschenwürde, all die Menschenrechte vergehen. Und wenn ihr genau diesen Nürnberger Kodex liest, werdet ihr sehen, dass sich hier
viele, viele Menschen schuldig machen. Ja, sie machen sich schuldig eines globalen Verbrechens. Und wenn du Arzt bist oder Ärzte kennst, mach sie darauf aufmerksam, dass sie in diesen Zeiten diesen Nürnberger Kodex genau lesen sollten und sich dann entscheiden dürfen, wie sie damit umgehen. Also dürfen wir hier in diesen Tagen genau hinschauen und unsere Konsequenzen ziehen, dass wir uns auch in ein paar Jahren noch im Spiegel schauen können und sagen, ich habe hier nicht einfach nur aus Ignoranz und Bequemlichkeit mitgemacht bei einem globalen Desaster, einem Ausmaß, das hier sich noch keiner vorstellen kann, weil niemand wirklich es glauben kann, was hier eigentlich passiert. Wir glauben immer noch an das gute Ende, aber das glaube ich auch. Aber nicht, indem wir zusehen, sondern indem wir uns bewegen. Bewegung. Also, das ist das Thema. Und dann wird sich diese Zukunft anders verhalten. Ich hatte immer gefragt, wie wird das alles weitergehen. Nun, wir haben in ein paar Jahren eine Konstellation. Da haben wir entweder diesen Neokommunismus, dieses Gleichschalten und auch noch irgendwie schon entsprechend unsere DNA, die sich dahingehend verändert haben wird, wo wir alle mitmachen und brav, uniformiert den Regeln gehorchen, die hier die Eliten sozusagen ausgeben, mit Neptun, Saturn hineingehend in den Widder, Uranus geht in den Zwilling und Pluto in den Wassermann, wo die Mächtigen die sozialen Medien beherrschen und das Lenken, das digitale Geld hier uns allgegenwärtig hier umgibt und wir nach Social Credits hier gewissermaßen unsere Bonität oder unsere Zahlungen gesteuert bekommen. Und die andere Variante ist, dass wir hier natürlich in dem Gemeinwohlsinn in eine neue Zeit schreiten, wo hier die Macht des Volkes, der Menschen wiedergefunden wurde und diese Macht, diese Befreiung dieser Macht dazu führt, dass die Macht nicht dem dient, dass einige den anderen irgendwie sozusagen hier versklaven und sagen, was sie tun sollen, sondern dass die Menschen sich hier ihrer wahren Menschlichkeit begegnen und ganz neue Formen des Zusammenlebens, der Kommunikation finden. Uranus auch im Zeichen Zwilling, dass hier das Miteinander, die Kommunikation auf einer göttlicheren Ebene stattfindet. Dass wir uns begegnen als das, was wir sind. Geschöpfe Gottes, Menschlichkeit, Respekt, Wertschätzung. Dass das die Grundprinzipien sind, weltweit eines neuen Miteinanders. Aber dafür dürfen wir uns jetzt bewegen. Damit diese Realität stattfinden wird. Und ich glaube an das. Ich bin überzeugt, die Menschen wachen auf. Ich werde nicht müde, hier meinen Teil dazu beizutragen, das auszudrücken, was sich hier zeigt, in diesem Sinn. Spür in dich hinein, was deine Wahrheit ist, was dich bewegt. Und die Frage bleibt, bewegen wir uns? Drücken wir das aus? Tun wir uns mit jenen zusammen friedlich und freundlich für diese Menschenrechte einzustehen? Menschlichkeit, ein Miteinander, ein neues Bewusstsein. Das sind Themen, die uns bewegen. Bewegen wir uns friedlich, freundlich, aber entschieden. Und bestimmt. Ich danke dir. Welcome home into the world.